Haben wir wohl damals vergessen. Ist schon ein bisschen her, seit der letzten zwischen den Aufnahmen. Hab da ein bisschen Zeit mir gelassen. So, Hallöchen, Trainer. Wenn du nicht auf die Rinde eines süßlich duftenden Baumes schmierst, lockst du so viel leicht Pokémon an. Und warum nicht? Irgendwann kommen wir wieder zurück. Und da ist der erste Trainer hier. Kempanik fordert sich heraus. Kempanik setzt Ponyta ein. Okay. Jetzt habe ich glaube ich wieder Mühe. Ja, Chaos, Chaos. Chaos. So, Klaps. Das wird viel bringen. Da bin ich mir sicher. Sehr viel. Na gut, wenn das gegnerische Pokémon Heuler einsetzt. Wir müssen diesmal aufpassen, dass das war das rechtzeitig zurückziehen. Ein Level 11 und Level 14. Dass das zumindest ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Ich meine, wir können es auch zu Tode klapsen, das Ponyta. Da kommt Tackle. Kann das nur Tackle und Heuler? Ich frage für einen Freund. Ein Rutenschlag kann es auch. Ah ja. Damit hätten wir gleich die ganzen Attacken. So, Glut. Klaps. Na komm, wir klapsen das wirklich noch zu Tode. Machen wir. Das ist, glaube ich, ein einziges Pokémon hier. Nur, dass es keine Erfahrungspunkte gibt. Klaps. Das könnten wir wirklich hinkriegen. Gar nicht so unrealistisch. Und nicht einen kompletten Volltreffer einsetzt. Ist da alles noch drin? Oha. So, Ponyta besiegt. Na, sehr schön. Level 12 für Chaos Code. Modi erreicht Level 17. Kempanik besiegt. Das hat mich jetzt doch ganz schön demotiviert. Du kriegst 504 Pokémon und dann gehst du die Kräfte im Kampf gegen Kempanik hervor. Okay, weiter geht's. Auf dieser Route. Jetzt fangen wir irgendwo noch eine Abra. Die scheinen ja überall vorzukommen. Die Bilder sind ja auch überall. Das ist, scheint hier wild durchgemischt zu sein. Okay, wir können jetzt noch ein bisschen Bidiza trainieren. Also gegen Bidiza trainieren. Ein bisschen Mio trainieren. Das wird ja glaube ich nicht. Das kann man auch tot klapsen. Und dann in der Klapsmühle. Dummitz. Der war schlecht, ich weiß. Und Bidiza wild besiegt. Wir kämpfen jetzt hier nicht gegen jedes Pokémon, was im hohen Gras auftaucht. Das tun wir nicht. Bending, bing, 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 bing. Flucht. Bitteschön. Ich sollte vielleicht mal einen Trank einsetzen. Ich meine, ich könnte auch andere Pokémon benutzen. Aber wenn wir schon mal da sind. Mew ist noch Level 12. Okay. Eine Kapsel X-Angriff. Dafür hat es sich gelohnt, das zu riskieren, uns an dem Trainer vorbeizuschleichen. Na komm, wir wollen eh kämpfen. Auf geht's. Ob in den Bergen oder in der Ebene. Ich bin stets zum Wandern bereit. Los geht's. Jola. Jode.
Wandere Karel fordert dich heraus. Karel? Okay. Es geht los. Chaos Chaos, du schaffst das. Oder auch nicht. Ist nicht sehr effektiv. Das müssen wir jetzt nicht. Das müssen wir jetzt. Da können wir auch mal ein anderes Teammitglied nehmen. Das ist. Stubelklapsen müssen wir jetzt nicht. Müssen wir gucken, ob wir dem aus dem Beutel irgendwie einen TM beibringen können, falls wir schon einen haben. So früh mal Abend, ja. Das Pokémon, da können auch mal Mary kämpfen. Und jetzt gerade entwickelt. Können wir auch das Pokémon mal sehen. Los, Mary. In seiner neuen Form, in ihrer neuen Form. Okay, bis haben wir es effektiv oder wirkungslos. Okay, dann beißen wir es zu Tode. Beißen wir uns die Zähne am Stein aus. Harte Zähne hast du. Na komm, das kannst du doch ein verdammter Walzer hier. Oh. Hat es nicht eingesetzt. Ja, politier dich nur. Polier dich nur. Deutsche Sprache. So, Attacke. So. Ja, ich setze weiter bis ein. Das ist die einzige effektive Attacke hier bei Luxio. Und Marie. Ja, Erfahrungspunkte. Mary erreicht Level 16, Chaos Scout Level 13, Takiro Level 17. Nein, weiterkämpfen. Mach Holo. Okay, hier ist das nicht effektiv. Donnerschock müsste effektiv sein. Steht zumindest so dran. Na dann. Oha. Ja, sehr effektiv sogar. Oh, das war ein Volltreffer. Nein, war es nicht. Silberblick. Dann kann mich kriegen wir auch noch weg. Verteidigung sinkt. Ist mir doch Schnuppe, wenn der Angriff wirkt. Ist die Verteidigung doch egal. Nein, gar nicht, aber zu vernachlässigen. Kleinstellen. Ja, okay, ich könnte mal langsam das Pokémon wechseln, aber was soll's. Wir beißen weiter. Nur Glück haben, schaffen wir das auch noch. Zurückgeschreckt kann ich angreifen. Sehr schön. Oha. Ein Volltreffer. Oha. Sieht auch noch scharf aus. Sieht auch hart aus. Knapp. Verdammt, Mary wurde besiegt. Das wär's gewesen. Drei Pokémon hintereinander. Da mach du weiter, Chaos Code. Klapse ist weiter zu oder beißen, klapsen. Ist nicht sehr effektiv, aber so ein paar KP kriegen wir damit noch runter. Nicht effektiv. Und besiegt. Ja gut. Bediza. Ja komm, das Bediza, da bleiben wir. Das Bediza. Das kriegst du hin, du. Das ist sogar effektiv. Ja, was sonst? Na ja, komm. In Sengebusche Dampf das hier. Irgendwanderer. Was sonst? Das ist aber der letzte Pokémon. Das letzte Pokémon Bilizer. Du bist dein Held. Karel wurde besiegt. Das war ein erfrischender Kampf. Du gewinnst 616 Pokémon und gehst die Kampf gegen Karel, den Wanderer, hervor.
Okay. Oh, der nächste Trainer. Ich liebe Pokémon, die süßlich duften. Aha. Spezielle Fetische hier. Leonora. Knospi. Sie riechen gerne Blumenknospen. Okay, das war vielleicht auch noch. Ja, ich glaube, das war das ja. Das hatte ich noch geplant. Knospi, eventuell. Das ist doch die Vorentwicklung von Roserade. Roserade wollte ich noch irgendwann mal im Team haben. Das ist, glaube ich, noch ein starkes Blatt-Pokémon, was wir mitnehmen können. Pflanzen-Pokémon. Müssen wir nochmal gucken, ob wir vielleicht mal ein Wasser-Pokémon noch mit ins Team nehmen und Mew wieder rauswerfen oder vielleicht nur irgendwie Wasserattacken für Mew erlernt. Mew kann, glaube ich, so ziemlich alles erlernen an TMs. Ich glaube, das ist so ein ziemlich. Es nimmt alles, was es kriegen kann. Und es nimmt Chaos. Hast du den herrlichen Duft meines Pokémon bemerkt? Nicht wirklich. Wins 728 und dann kriegst du den Kampf gegen die Blumenliebhaberin hervor. Wir wollten mal gucken. Nicht den Trainerpass. Vögel selbst nach Ewig genau. Ja, da wollen wir heute hin. Superball. TMs haben wir einige. Kraftschub. Zertrümmerer. Ja, ihr seht dort oben, das ist Tarnsteine. Mew kann glaube ich so ziemlich alles erlernen. Felsgrab, auch nicht schlecht. Kugelsanat. Wenn wir ein Wasserthema haben. Pflücker. Kugelsanat, ne, dafür brauchen wir, ist es Felsgrab. So will ich eher Takiro geben. Das ist eher bei ihm effektiv. Fußkick, Fußtritt, Abschlag, Vergeltung. Erstmal gegen Abschlag würde ich sagen, oder? Um nicht gegen Gestein, ja, Gestein ist was. 1, 2 und schwupp. Takiro hat Abschlag vergessen und Felsgrab erlernt. Okay, Blitz, Kugelsaat, Pflücker. Tarnstellen, Zertrümmerer. Kraftschub, naja. Nee, ich warte noch ein bisschen eine richtige Attacke. Eine richtige TM finde. Eigene Attacken ist bei Mew nicht so richtig drin. Kriegt es erst spät im hohen Level. Wir müssen auf TMs zurückgreifen. Ich frage mich, welche Pokémon man in dieser Gegend findet. Ich meine, gesehen zu haben, das ist halt wirklich Mew halt extrem für TMs zu gebrauchen ist. Nimmt alles an. Bedrohung von Shinyx. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber unser Shinyx ist ja schon weiterentwickelt. Effektiv, na komm, hau drauf. Die AP gehen auch langsam zu Ende. Silberblick. Ja, der Silberblick würde nichts nutzen. Ende Klaps. Heute werden wir wahrscheinlich noch nicht nach Ewig genau kommen. Nicht in dieser Aufnahmesession, in diesem Part erst recht nicht. Ich glaube nein. Pachiso. Und weiterkämpfen. Ach, die hat noch ein Pokémon. Ich dachte, das wäre ihr einziges gewesen. Das ist jetzt ihr letztes. Na komm, Klapsen was zu Tode. So viel Klaps auf dem Hintern. Bis es aufgibt. Ganz genau so. Denn effektivere Attacke hat es mir noch nicht so wirklich.
Ansonsten können wir gleich mal das Pokémon wechseln, wenn es mal hier ein bisschen ein Hauch spannender wird im Kampf. Ja, hast gute Vorarbeit geleistet. Ich würde mal sagen, warte, ich würde mal sagen, Kerikos hat noch nicht gekämpft, diesem Parts. Lassen wir den mal reinkommen. Mit Rohr wirkt. Coole Augen. Deine coole Augen werden dir nichts bringen, auch wieder ein Silberblick. Ruckzuckhieb ist effektiv. Und na toll, gerade der Flugattacke. Für die ich ihn eigentlich reingeholt habe. Kerikos Level 17. Chaos Level 15. Mew entwickelt sich. Schön wär's. Was für ein Schock. Wie konnte ich nur verlieren? Du gewinnst 480 pro Runde und gehst aus dem Kampf gegen sie hervor. Ich habe den Namen nicht gemerkt. So, hier ein paar Beeren einsammeln. Dafür haben wir jetzt zwei Trainer besiegt. Für ein paar Beeren. Nee, um sie einfach besiegt zu haben. Um sie einfach nicht zu überschreiten, um sie zu umlaufen. Es sind noch einige andere Trainer. Wir werden hier heute erstmal kämpfen. Dann können wir sobald was Surfer haben. Wieder. Hier kommen wir auf dem Rückweg lang. Na komm. Kämpfen wir. Es liegt ein weiter Weg zwischen Flori und Emigenau. Genug Zeit also für einen Kampf. Naja, ein weiter Weg würde ich jetzt nicht so sagen, aber wenn du meinst. Camper Simon von sich heraus. Kleinstein. Ja gut, wir können den mal. Ich glaube, wir sollten den mal von der Spitze wegnehmen erstmal. Ja, Takiro. Steinstyp gegen Steinstyp. Naja, mal schauen. Vielleicht können die Kampfattacken was ausrichten. Und die Begrüße von mir. Zum Beispiel. Ein Fußtritt. Eine Vergeltung können sie ausrichten. Vergeltung, nicht Fußtritt. Oha! Sehr hammerhafte Vergeltung. Okay, jetzt können sie noch einen Fußtritt ausrichten. Einen Fußkick. Nice. Kleinste Not besiegt. Tempa Simon wurde besiegt. Okay, der nächste bitte. Ausgerechnet hier muss ich mich verlaufen, Jodel. Wanderer Nathan fordert dich heraus. Nathan setzt Onyx ein. Aha. Nein, geh weg. Wir versuchen es mal wieder mit Takiro. Das ist, glaube ich, in der ersten Pokémon-Arena so gut geholfen. Wenn ich mich nicht irre. In den Kampfattacken. Da würde es auch hier was helfen. Sehr effektiv. Jetzt machen wir den versprochenen Fußtritt. Steinwurf. Das bringt ja nicht viel. Der könnte sich auch mal entwickeln. Nicht der Onyx, sondern der Macholo. Das fände ich nicht übel. War das Level 18? Ich weiß es nicht, werden wir vielleicht bald herausfinden. Sehr bald. Der Kiro erreicht Level 18. Wanderer Nathan wurde besiegt.
Erst verliere ich die Orientierung und nun auch noch den Kampf. Und 728 Pokémon der Leute ist der größte Kampf gegen wandernde Elfen hervor. Okay, nicht. Nicht mit Level 18. Next Kampf. Next Fight. Hey, beim Kampf kenne ich keine Nachsicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht, aber gut, wenn du meinst. Ein Pokémon hat sie nur. Und zwar ein Macholo. Okay, das schreit nach einem Kampf der Giganten. Nein, nicht du. Du bist auch ein Gigant, ich weiß. Aber... Kampf der Giganten. Los, Takiru. Macholo gegen Macholo. Effektiv ist es? Okay, ich nehme mal Vergeltung. Ein Volltreffer. Darauf warst du nicht vorbereitet. Das ging schnell. Modell erreicht Level 18. Kios erreicht Level 16. Kämpfer und Claire wurde besiegt. Ich gebe mich geschlagen. Du spielst einfach in einer anderen Liga. Du hast 540 Pokémon und dann gehst du aus dem Kampf gegen sie hier, Namen schon vergessen, hervor. So wichtig warst du nicht. Du findest eine Sprühdose Schutz. Netter verstaut. Tag auch. Ich bin noch unschlüssig. Sollte ich mich ein bisschen animisieren? Kannst jetzt hier im Kampf mit mir. Picknickerin Doris von dich heraus. Doris. Ein seltsamer Name für so ein kleines Kind. Los, Kids. Naja, Level 14. Effektiv. Ja, komm. Hau raus. Hau das Plinfer raus aus dem Kampf. So, dann kommt Klaps. Okay, der erste Klaps war doch ein bisschen effektiver als der zweite. So, dann komm. Zack. Aquaknarre. Oha. Nee, war nix. Na komm. Plinfer besiegt. Trainer besiegt. Picknickerin Doris wurde besiegt. Wie gemein. Du gewinnst 504 Dollar. Und die siegreichste Kampf gegen Doris hervor. Voicecrack oder Deponia-Anspielung. Könnt euch entscheiden. Du siehst müde aus. Möchtest du dich ein wenig ausruhen? Auf jeden Fall. Ich wusste es. Ich habe ja Pokémon Diamant gespielt, deswegen weiß das hier natürlich die Dame mit dem Erfrischungsbett steht. Du nennt Pokémon, sind sie wieder, seht wieder recht erfrischt aus. Ich kann mich nicht ins Bett setzen. Okay. Glaubst du schaffst es ganz alleine durch den Ewigwald? Ich werde ja Begleitung haben. Es ist ja... Achtung, Spoiler. Findest einen Supertrank. Werde Begleitung bei mir haben. Kein Geheimnis. Aber ich würde sagen, der will wahrscheinlich gegen uns kämpfen wieder. Jetzt kommen wir nur mit einem Zerschneiderbusch weiter. Na dann. Brechen wir mal auf in den Ewigwald. Rein tot. Okay. Hallöchen. Hallo, mein Name ist Reiser. Und du bist...
Oh, du heißt also Zwergi. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hör mal, dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald, aber so ganz alleine habe ich zu viel Angst. Hier sollen nämlich einige zwielichtige Gestalten herumlungern, sie Team Galaktik nennen. Zusammen ist man weniger allein, heißt es doch. Lass uns den Wald also gemeinsam durchqueren. Du gehst gemeinsam mit Reiser weiter. Reiser zwingt sich dir auf, ohne überhaupt nach deiner Einwilligung zu fragen. Sie hat schon gefragt, aber sie duldet kein Nein. Ich werde den Pokémon stets in Topform halten. Okay, sind wir nur zu zweit. Sie wurden uns aufgezwungen. Ich weiß, und die Zeit steht still. Was haben wir hier? Mein Pokémon wurde vergiftet. Ich kann derzeit nicht kämpfen. Ich wusste, ich hätte mehr Ganggift im Pokémon-Supermarkt kaufen sollen. Okay. Du findest ein Ganggift. Sichi. Ich habe leider kein Ganggift mehr. Schaust mal nach links, schaust mal nach rechts. Okay, ein Entwicklungsstein. Stein ist von Moos bedeckt und fühlt sich ganz weich an. Hier kann man Evoli entwickeln. Habe ich gehört. Gut, zerschneiden haben wir noch nicht. Auf und zu Gras. Hier kommt ein wildes Pokémon. Ein Knospi wild. Und ein anderes Pokémon wild erscheint. Voneira hat sie. Oh, Mew und Voneira, das ist ja genial. Klaps, das ist nicht so genial. Na komm, Kios. Oh, doch. Funktioniert. So ist verwirrt. Tackle. Na komm, die zwei besiegen wir doch gemeinsam. Und Wampel kaputt machen. Und Wampel besiegt. Säuselstimme. Mal wieder keine Hilfe. Das andere Team Pokémon keine Hilfe hier im Kampf. Absolut nicht. Immer nur auf defensiv setzen. Mensch, Mensch. Ja. Batterie ist alle. Sollten wir vielleicht gleich mal speichern nach dem Kampf. Ich hoffe, wir schaffen den Kampf jetzt noch. Das wäre jetzt nicht so schlimm, aber wäre trotzdem mies. Insomnia. Okay, Schlaflosigkeit. Na komm. Klaps das zu Tode. Sehr schön. Wer siegt? Wir hätten auch einfach fliehen können im hohen Gras, aber was soll's? Pokémon-Kampf im hohen Gras. Oha. Ja, hier mal speichern. Ganz schnell speichern. Danach können wir weitermachen. Dass das Spiel gespeichert. Okay, nochmal sicherheitshalber. Speichern. Von die Konsole ausgeht. Und den Kampf können wir in den Trainerkampf da, das machen wir dann. Das ist mir jetzt zu. Ist mir zu extrem, jetzt direkt da reinzugehen. Ich erschrecke immer etwas, wenn plötzlich zwei wilde Pokémon gegen gleichzeitig auftauchen. Okay. Na dann würde ich mal sagen, wenn mich nach oben so sich gefallen haben. Ich glaube, die Pausenlänge ist erreicht. Hab noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Haut drinne. Ciao.